Ja, die Ulmer Arena, unglaubliche Stimmung, tolle Fans. Ja, und jetzt freue ich mich drauf, das bei jedem Heimspiel leben zu dürfen. Ich liebe es, fürs Team zu spielen, für meine Mitspieler. Und ich denke, dass es hier einfach für mich passt, dass ich hier wieder zeigen kann, was ich vielleicht die letzten ein, zwei Jahre nicht gezeigt habe. Patrick, willkommen in Ulm oder soll ich eher sagen, willkommen zurück. Du warst ja doch schon ein paar Mal hier in der Ratio Farm Arena. Woran erinnerst du dich so aus deinen Gastauftritten am meisten? Ja, die Ulmer Arena, unglaubliche Stimmung, tolle Fans, super Atmosphäre, hat immer Spaß gemacht hier zu spielen. Ja, und jetzt freue ich mich drauf, das bei jedem Heimspiel leben zu dürfen. Du hast in der Pressemitteilung selbst gesagt, du musstest über das Ulmer Angebot nicht lange nachdenken, hast gesagt, es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Wie würdest du dieses Gefühl richtig beschreiben? Ja, ich denke, Ulm gerade ist eine sehr gute Situation für mich, auf gutem europäischen Niveau spielen zu können. Die haben ein sehr gutes Team für die Liga, für die deutsche Liga natürlich, und haben da sehr lange schon sehr konstant und solide gespielt natürlich. Und ich denke, dass es hier einfach für mich passt, dass ich hier wieder mehr Spielzeit bekommen werde, mehr Vertrauen hoffentlich auch vom Trainer, und dass ich hier wieder zeigen kann, was ich vielleicht die letzten ein, zwei Jahre nicht gezeigt habe. Dass ich hier hingehöre, dass ich noch sehr gut Basketball spielen kann, sagen wir mal so. Du bist jetzt 27 Jahre alt, gehst in deine fünfte Bundesliga-Saison und warst schon dreimal All-Star, hast vier Titel gewonnen. Würdest du sagen, du bist ein erfahrener Spieler? Ich denke schon, dass ich auf jeden Fall hier im Team zu den Erfahrenen zählen werde. Auch drei Saisons gespielt natürlich. Im Team viele, viele verschiedene Leader gehabt bei uns, von denen ich mir nichts habe abgucken können. Von daher, ich denke schon, dass ich ein gewisses Maß an Erfahrung hier mitbringen werde und hoffentlich auch mit den Jungs teilen kann. Gerade auf europäischem Parkett, nach Zoran Dragic, bist du mit deinen 65 Euroleague-Einsätzen der zweiterfahrenste Spieler des Teams. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen Auftritten auf dem nationalen, deutschen Parkett und bei internationalen Spielen? Bei internationalen Spielen, ich sag mal, die Klasse oder die Breite der guten Teams und der guten Spieler ist nochmal höher wie in der Bundesliga auf jeden Fall. Da kannst du, egal ob das Eurocup oder Euroleague ist, immer auf unglaublich starke, talentierte Einzelspieler treffen, aber auch auf Mannschaften, die sehr gut zusammen funktionieren, die darauf ausgelegt sind, Titel zu gewinnen. Da kannst du wirklich gegen jeden spielen, der versucht in seiner eigenen Liga, in der heimischen Liga, den Titel zu gewinnen. Und ich denke, deshalb ist es vielleicht auch nochmal auf einem anderen körperlichen Niveau die Euro-Cup-Spiele wie in der Bundesliga. Wobei ich auch denke, dass die sich in letzter Zeit sehr gut nach oben entwickelt hat, auf jeden Fall, was die Breite der starken Teams betrifft. Auch in der deutschen Liga ist in den letzten Jahren viel passiert. Wo siehst du die deutsche Liga aktuell? Auf einem Fortschritt auf jeden Fall. Ich denke, dass mit München jetzt ein Team in der Liga spielt, die natürlich auch auf Euroleague-Niveau angreifen wollen. Das pusht das Ganze nochmal. Da müssen die anderen Teams auch was tun, um mithalten zu können, was natürlich auch was schwierig ist. Aber was schön wäre, wenn das Ganze nochmal nach vorne treibt, irgendwie ein bisschen. Aber ich denke, dass wir auf gutem Weg sind. Wir haben sehr mit Berlin, Bamberg, Ulm, Oldenburg, da sehr 5-6 gute Teams, die in den Playoffs immer wieder sehr, sehr hohen Basketball spielen, auch auf gutem Niveau. Und ich denke, dass das sich auch noch entwickeln wird die nächsten Jahre. Ganz zum Schluss wollen wir von dir jetzt noch eine Sache wissen. Und zwar, was sollten alle Ulmer Fans unbedingt über dich wissen? Eine Sache. Über mich wissen? Ja. ich liebe es, fürs Team zu spielen, für meine Mitspieler. Ich freue mich, wenn ich sie besser machen kann, wenn ich ihnen helfen kann, wenn ich sie unterstützen kann. Und das ist so mein Manko. Dann sind wir gespannt, wie viel Patrick Heckmann dem Ulmer Team in der nächsten Saison bringen kann. Viel Erfolg jetzt in der Saisonvorbereitung und einen guten Start in die Saison. Danke, Patrick. Schön.